So, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich zeige Ihnen heute, wie man eine Mayonnaise herstellt. An und für sich eine sehr einfache Sache, jedoch gibt es zwei, drei Punkte, auf die man achten sollte. Zuerst brauchen wir eine Zitrone, eine Orange. Wir schneiden die in die Hälfte und pressen hier den Saft aus. Ebenfalls nehmen wir die Hälfte der Orange und je nachdem, wie viel Saft die einzelne Frucht enthält, zeigt uns, ob wir jetzt noch eine weitere Hälfte nehmen sollen oder nicht. An der Orange und der Zitrone habe ich jetzt entschieden, ich nehme die ganze Frucht. Das Rezept wäre eine halbe Zitrone, eine halbe Orange, 2 Deziliter Aprikosenkernöl oder man kann auch Mandelöl nehmen. Man könnte nebst diesen beiden Ölen natürlich auch ein Erdnussöl nehmen. Das Erdnussöl, das eignet sich ganz hervorragend, zum Beispiel wenn man eine Currysoße zubereiten möchte. Ich gebe hier jetzt noch ein bisschen Wasser dazu, denn ich möchte ja allen Saft da drin und ich möchte genügend Flüssigkeit. Nun, da wir ja keine Eier nehmen, mit dieser Flüssigkeit wäre ich nicht in der Lage, mit Eier eine Sauce Mayonnaise oder in unserem Fall natürlich eine Sauce Royale zu machen. Das wäre zu viel Flüssigkeit bereits. Aber da wir dafür eben Mandelpüree nehmen und hier haben wir das Mandelpüree, damit machen wir jetzt diese Emulsion. Mandeln enthalten Lecithin, da gebe ich 3 Esslöffel von diesem Mandelpüree dazu und die Mandel enthält Lecithin und dieses Lecithin, das garantiert uns, dass es eben eine Emulsion gibt. So, wir haben bis jetzt Orange, Zitrone und Mandelpüree drin plus etwas Wasser. Jetzt wird es wichtig, dass ich das zuerst einmal anschwinge. Ich lasse das jetzt mal kurz laufen. Dieser Vorgang ist wichtig, denn wir sehen, dass wir hier drin jetzt schon bereits eine Emulsion haben. Mit dieser Emulsion bauen wir auf, das heißt, wir mondieren jetzt Wasser mit Öl auf diese feste oder halbfeste Masse auf. Eine Startemulsion ist wichtig, wenn die nicht da ist, dann funktioniert der Rest auch nicht mehr. Und das ist der kritische Punkt, dass man sieht, diese Masse muss bereits emulgiert haben. So, jetzt würde ich sagen, damit wir da schön spielen können, nehme ich in diese Zitruspresse Auffangschüssel ein bisschen Wasser. Ich mache den Deckel noch einmal drauf und ich nehme jetzt heute Aprikosenkernöl. Ich gebe hier jetzt nochmals etwas Wasser dazu, weil die Masse schon ein bisschen zu steif geworden ist und jetzt lasse ich. Jetzt hat da der Mixer ein bisschen Luft angezogen. Wir machen das schön runter und mit dem Zusammenspiel Wasser, Öl bringen wir eben die Festigkeit in diese Soße, die wir haben möchten. Je mehr Wasser, desto weicher wird die Soße, je mehr Öl, desto fester wird die Soße. So, ich habe mit knapp einem halben Liter Öl habe ich jetzt über einen Liter Mayonnaise gemacht. Diese Mayonnaise oder diese Sauce Royale, wie sie da steht, die können wir jetzt in ungewürzter Form wunderbar gebrauchen für eine Garniercreme. Die füllt man dann in einen Dressiersack ab und dann kann man Süßspeisen garnieren.
Oder aber wir können die würzen, nämlich genau das, was wir jetzt tun. Dazu nehmen wir Halit. Halit, das ist ein Steinsalz. Und wir geben von diesem Halit da dazu. So. Und dann nehmen wir beispielsweise etwas Hefe. Das gibt ihm einen sehr schönen, runden Geschmack. Wir können auch etwas Muskat dazu geben. Diese Soße, je länger sie steht, desto fester wird sie. Wir können die jetzt so herausholen. Also wir sehen, das ist eine feste, mayonnaise-ähnliche Soße. Das, was wir hier haben, das ist eine Sauce Royale. Diese Sauce Royale, das Rezept findet Sie natürlich auch im Buch Rohkost vom Feinsten mit ganzen Haufen von diesen Ableitungen. Wir sehen eine einfache, nicht allzu sehr aufwendige Sache, aber dafür sind Sie danach sicher, dass mit dieser Soße gewürzte Gemüse wird Ihnen ganz sicher gegessen. Noch ein kleiner Hinweis, wenn Sie diese Soße so haben, wie wir sie jetzt hier vor uns haben, dann können Sie die aufbewahren im Kühlschrank für ca. 10 Tage. Ich würde aber vorschlagen, dass wir nicht allzu lange warten, bis wir diese Soße gebrauchen. Damit wünsche ich Ihnen viel Spaß. Dankeschön.